und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und heute möchte ich euch einmal das Barockschloss Neschwitz etwas genauer vorstellen. Es befindet sich 15 Kilometer entfernt von Bautzen, hier in Sachsen, und zählt mit dem dazugehörigen Park zu den kulturhistorisch bedeutsamen Schlossanlagen der Lausitz. Die Geschichte reicht bis weit ins Mittelalter zurück. Als der Markgraf Otto IV. Von Brandenburg im Jahr 1268 die Oberlausitz in die Landvogteien Bautzen und Görlitz aufteilte, tauchte in der Teilungsurkunde auch ein Ort namens Nietzwatz auf, heute Neschwitz. Zum Zeitpunkt dieser Teilung hat hier bereits eine am Hoyerswerda Schwarzwasser gelegene Wasserburg gestanden. Mit der Übernahme des Besitzes durch den Prinzen Friedrich Ludwig von Württemberg-Winnenthal kam es 1721 zur vollständigen Veränderung des gesamten Schlossgeländes. Karcher strukturierte das 5,5 Hektar große Gelände zu einem Park im französischen Stil mit 4 symmetrisch angeordneten Pavillons. Das alte Schloss wurde bis auf die alten, heute noch zu sehenden Kellergewölbe des ehemaligen Wasserschlosses abgerissen. Der Prinz Friedrich Ludwig, der bereits seit 1703 in den Diensten König August II. Stand, hatte am Dresdner Hofe die Ursula Katharina von Altenburgum, Reichsfürstin von Teschen, kennengelernt. Sie wurde im gleichen Jahr die Mätresse des Königs. Jetzt, 20 Jahre später, August II. Hatte längst andere Frauen in seine Gunst genommen, fand der König offenbar Wohlgefallen an einer festen Verbindung zwischen Ursula Katharina und Friedrich Ludwig. Friedrich Ludwig zeigte jedenfalls höchstes Interesse an der noch immer attraktiven Frau und so benötigte er ein angemessenes Brautgeschenk. Also erwarb er die Neschwitzer Immobilie und beauftragte den damaligen Dresdner Baumeister Johann Friedrich Karcher, diese vollkommen umzubauen. Im Jahr 1763 begann ein neuer Abschnitt in der Geschichte dieses Anwesens. Der Siebenjährige Krieg hatte auch in Neschwitz katastrophale Folgen hinterlassen. In dieser Situation erwies es sich als ein Glücksfall, dass Wolfgang Freiherr von Riesch Gut Neschwitz kaufte und das Schlossgelände zu seinem Sommersitz erkor. Die Riechs stammten ursprünglich aus dem Kanton Zürich und waren eine in Sachsen sehr angesehene Familie. Wolfgang von Riesch war kurfürstlich sächsischer Geheimer Rat und hochgeehrt mit dem schwedischen Nordsternorden. Außerdem hatte er auch in Wien Karriere gemacht und war dort Hofbankier und kaiserlicher Rat. Er nutzte seinen Reichtum sowohl für die Verschönerung und Erweiterung der Schlossanlage als auch für wohltätige Zwecke. Da es in Neschwitz schon seit Jahrhunderten in der Teichwirtschaft und auch im Wasserbau Erfahrungen gab, war es naheliegend, dass bei der Gestaltung des Parks die Wasserkunst eine große Rolle spielt. So wurde der Schlosshügel mit einem Wassergraben eingerahmt und innerhalb des Parks südwestlich neben dem Schloss ein Teich angelegt.
Weiterhin entstand ein neuer Wirtschaftshof und schließlich gehörten zu einem rauschenden Fest, wofür die ganze Anlage ja von vornherein gedacht war, auch Bier und Spirituosen. Ein Brauhaus mit Brennerei, ein Marstall für 40 Pferde und ein Tiergarten mit Jagdhaus ergänzten das Ganze. Im Jahr 1723 waren dann die Bauvorhaben beendet und Prinz Friedrich Ludwig konnte dann mit seiner frisch vermählten Frau in das Schloss einziehen. Sie nutzten es hauptsächlich als Jagdschloss und Sommerresidenz. Es entstand ein Barockgarten im französischen Stil und ein Ende des 18. Jahrhunderts angelegter englischer Landschaftsgarten. Beide bilden eine wunderschöne Einheit und sorgen für eine unglaubliche Atmosphäre. Der gezirkelte Vorplatz mit gestutzten Bäumchen und exakten Kieswegen und der in die freie Natur übergehende Park mit den verstreut hundertjährigen, zum Teil exotischen Bäumen, die Lichtflecken auf den Wegen, die ins Staunen versetzenden Lichtachsen, die Spiegelungen in den Wassergräben sind ein Fest für die Augen. Das war mein Video zum Barockschloss Neschwitz. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Wenn ja, dann liked das Video und wollt ihr nie wieder ein Video verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon mal Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss!